Es ist passiert. Hör mir zu, Aiden, hör auf meine Stimme. Ich bin deine Schwester Fiona. Wer ist jetzt die Schwester von wem? Und wessen brüderliche Schwester hat jetzt eine Mutter dritten Grades, dessen Vater gerade Dämonendrachen beschwören will? Kämpfe gegen das Ding an, was dich entstellt, und gegen den Zauber, der den Verstand raubt. Du bist nicht sein Werkzeug, du bist Aiden, der Sohn von Lord Edric. Denk an Elrad und deinen König. Fiona, was habe ich getan? Ich habe gegen meinen eigenen Bruder gekämpft. Greif sie an, sage ich. Du musst mir gehorchen. Niemals! Was jetzt? Oh, wir dürfen Spaß haben. Ja, Mensch. Reduziert Ladegrad. Gewährt eine extra Bewegung pro Runde. Beste. Feindeinheiten durch die... Ja, Wiederauferstehung nach dem Tod. Nö. Ich würde den Ring nehmen. Extra Bewegungen sind immer gut. Ist das jetzt der Endboss? Scheinbar, er hat keine Einheiten. Was? Ach, er bekommt wahrscheinlich random Einheiten die ganze Zeit. Also er hat auf jeden Fall... Ja, dachte ich mir schon. Er beschwört sich einfach ständig Viecher. Und wenn ich die nicht wegkriege, bin ich tot. Dieses Konzept habe ich in diesem Spiel ja noch nie gesehen. Nur, dass ich ihm diesmal zusätzlich halt auch noch Schaden machen muss. Oder war es im letzten Kampf auch so? Ich weiß es nicht mehr. Ach komm schon. Nee, nicht dahin, bitte. Ich habe den Phönix weder benutzt noch gegen ihn gespielt. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Aber wahrscheinlich ist er sowas ähnliches wie der Folterknecht, der einfach alles einäschert. Ja, das wollte ich jetzt machen. Definitiv. Fusion! Und jetzt werde ich sterben.
Ah. Ich hab die schon wieder ganz vergessen. Ich war ganz darauf fokussiert, irgendeine Angriffskombo zu machen. Ich habe aber noch überlebt. Aber der Kampf hat doch gerade erst angefangen. Das heißt, es kann nur schlimmer werden. Aber ich habe zumindest die Mauern einigermaßen runtergeprügelt. Mir macht nur gerade Angst, dass sein Phönix vor meinem Succubus dran ist. Und einfach trotz Fusion viel mehr Angriff hat. Also er wird nicht durchkommen. Aber ich werde sehr viel verlieren. Vielleicht werde ich sogar meinen Typen da unten verlieren. 88! Junge! Stab der Explosion. Explodiert der gleich? Würde zum Namen passen. Könnte ich den theoretisch auch verschieben? Ich könnte ihn auch verschieben. Könnte ihn wahrscheinlich auch löschen. Ich hoffe mal, dass der nur umgebende Einheiten attackiert und nicht die ganze Reihe. Aber so wie ich es kenne, das Spiel kenne, ist es die ganze Reihe. Hätte ja auch mal eine Runde, wo immer die zweite Reihe überall geschossen hat. Danke! Sehr nett. Zuvorkommend. Ich weiß doch auch nicht. Vor allem, jetzt hat er auch normale Einheiten. Heißt das, ab jetzt ist es ein normaler Kampf? Abgesehen davon, dass er mehr HP hat, als ich sie haben könnte. Ich bin auch sehr stark kaputt, weil mich die ersten Angriffe geschwächt haben. Also mal schauen, ob ich überhaupt lang genug überleben kann, um genug Schaden zu machen.
Ich hätte die fusionieren können. Habe ich aber nicht gemacht. Jetzt habe ich es aber gemacht. Jetzt hat er so schon wieder so viele Mauern gebaut. Aber ich räume zumindest seine großen Einheiten gut weg. Falls das in dem Kampf hier überhaupt was zu sagen hat. Anscheinend nicht. Also gut, den linken kriege ich auf jeden Fall weg. Denke ich, hoffe ich, denke ich. Jetzt muss ich mich nur um den rechten kümmern. Weil wenn der durchkommt, bin ich hier weg. Dann gibt es direkt ein Game Over ohne Rückfahrschein. Na ja, komm. Einfach doof. Aber in den drei Runden... zwei Runden, die ich jetzt noch habe, könnte ich tatsächlich auch durch normale Angriffe gewinnen. Ich habe nur keine Angriffe, die schnell genug sind. Obwohl, doch, der kommt durch. Damit habe ich es gewonnen. Ich denke immer nie an den durchkommenden Schaden. Hatte der noch irgendwas zum Leveln? Ja, ein bisschen. Ich bin es leid, dass ihr albernen Kinder euch in meine Pläne einmischt.
besser. Jetzt seht ihr meine wahre Gestalt, die über dieses zerrüttete, vernarbte Land herrschen wird. Okay, hätte man an den Klamotten vielleicht vorhersehen können, aber ja. Was ist aus dir geworden? Ich habe Mitleid mit dir und dem, was dich zu all dem getrieben hat, Vater. Ich bin nicht dein Vater, ich bin Lord Blutkrone und ich werde der achte Drache. Ah, was muss ich jetzt mit ihr machen? Habe ich denn irgendwas, was ich auswechseln will? Ich glaube nicht. Dann speichern wir einfach mal, weil wir können speichern. Besiegel Lord Blutkrone, der Level 15 ist, der Cheater. Man kann nämlich nur Level 10 erreichen. Und ich bin Level 9. Das heißt, ich bin auch noch unterlevelt. 400 HP. Oh. Okay. Ich seh's. Erstmal ein bisschen Einheiten verwenden. Einfach mal schauen, worum geht's hier. Der macht wahrscheinlich irgendwas mit seinen Händen und das dauert dann Züge und dann muss ich die Hände in der Zeit zerstören. Dachte ich mir schon. Das Spiel ist so berechenbar. Ach Mann, wenn ich die hier zu mache, bringt mir das ja nicht mal was. Aber ich kann hier stapeln und Verteidigung bauen. Der macht anscheinend irgendwas, was ihm erlaubt, sich entweder zu heilen oder noch einen anderen Angriff aufzuladen. Ich sehe auch nicht gerade, woher die Kraft kommt. Achso, die kommt einfach irgendwo her. Ja gut. Autsch. Aber was macht er da in der Mitte mit seinem Kopf? Das macht mir ein bisschen Angst. Bitte auf seinen Kopf. Danke. Irgendwie lustig, wenn ich ihn einfach nur mit meiner Ulti besiegen muss in dem Kampf. Wäre aber auch irgendwie dumm. Aber der ist zumindest so platziert, dass ich ihn immer treffe. Alter, da will mein Phönix abfangen. Das kam unerwartet. Wir müssen diese Endgegner einmal übertreiben. Das ist wirklich.
Den Kampf werde ich mindestens ein, zweimal verlieren, glaube ich. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Und ich räume mal meine großen Einheiten aus dem Feld. Wenn die da einfach nur stehen und irgendwann abgemetzelt werden, ist das nicht so gut. Was? Der nimmt sich das auch von meinen Einheiten, Junge. Den nenne ich OP. Also ich muss mich auf seine Hände konzentrieren. Und wenn ich es kann, auch seinen Kopf angreifen. Oder so. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es verstanden. Ey, das war schon fast gut. Ich hätte nur gerne meinen Phönix aus dem Weg. Also, kann ich den schwächen? Nee, ich kann diesen krassen Angriff nicht schwächen. Das ist eine traurige Botschaft, aber eine Botschaft, mit der ich leben muss. Und er erhöht sich jede Runde um 10. Und anscheinend auch, wenn er von mir Einheiten killt oder mir Schaden macht. Alter, was ist denn das? Kann man doch keinen Menschen zumuten. Muss ich tatsächlich den Wall wegmachen, um dann den
den zu fusionieren. Aber mein Phönix wird jetzt sterben, das ist... Das ist nichts, was ich so toll finde. Oh, ich... Wow, er grillt mich sogar direkt. Oder nicht? Der macht jetzt einen 100-Damage-Angriff, oder nicht? Warum hat er den nicht gestartet? Wow, ich pack einen aus dem Weg, nur damit da ein anderer wieder reinkommt. Oh, Junge. Ja, danke. Das habe ich gebraucht. Gibt es irgendwelche Einheiten, die ich besser nehmen könnte? Trifft den feindlichen Helden und raubt ihm gleichermaßen HP und MP. Ich glaube sogar, dass ich nur große nehmen sollte. Und es so mal versuchen sollte? Also ich meine, der Phönix kann Dinge wiederbeleben. Aber das Problem ist halt, wenn irgendwas stirbt, stirbt er mit. Und das andere Ding, das raubt ihm MP. Ich weiß nicht. Bringt das überhaupt was? Der hat ja gar keine MP. Es sei denn, seine komische Ladezeile da zählt als MP. Sie zählt oft zumindest nicht als Einheitsstärke. Na komm, einfach für den Damage. Einfach für den Damage. Wow, und nur einer davon trifft. Da krieg ich's ja hin, die beiden. Nee. Eigentlich kriege ich das nicht hin, glaube ich. Den habe ich jetzt. Ja, wow. Wenn ich den jetzt wegmache, mache ich mir eine Mauer. Das ist eventuell nicht gut gelaufen. Halten Sie den Angriff ab? Ich glaube nicht. Nee. Alter.
Wenn dieser riesige Laser nicht wäre, dann wäre alles gut. Aber leider ist er existent. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas hat, womit sie sich heilen könnte. Das wäre ja noch eine Ausrede, dass ich mich da einfach durchheilen könnte. Aber ich glaube, kann ich nicht. Wie immer, für den Damage. Ja, nee, der greift ja hier sogar an. Sogar nicht nur für den Damage. Das war sogar fast schon etwas Schaden. Fast schon etwas. Als ob das immer noch durchkommt. Und ich glaube, der haut halt auch alle vier rein in der Mitte weg. Er haut alles weg, was in der Mitte kreucht und fleucht. Alter, da tatsächlich was überlebt? Ich wollte gerade sagen, wäre lustig, wenn der so stark wäre, um einfach beide Hände kaputt zu machen, aber nee. Nicht mal ansatzweise. Ich meine, gut angeschwächt sind sie, aber nicht genug. Den könnte ich theoretisch ignorieren. Ich glaube, da habe ich genug Verteidigung. Ich möchte es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Big Boy for free nehme ich auch.
links wird jetzt etwas wehtun. Rechts tat aber genauso weh. Und damit hat er einfach schon wieder seinen Laser, der mich gleich töten wird. Aber hey, Verbesserung, ich habe ihn halb down. Ist besser als vorhin. Es ist nicht gut, aber besser. So die meiste Verteidigung hier sind die hier. Dann packe ich davon nochmal welche in den Weg, in der Hoffnung, dass ich irgendwie überlebe, was ich aber nicht denke. Man kann ja auch mal falsch denken. Alter, was ist dieses Level? Ich glaube, ich muss mich wirklich nur auf die Hände fokussieren beim nächsten Mal. Weil das jetzt ist einfach nur katastrophal. Ich meine, es war schon besser. Aber... nee. Einfach nur nee. Vor allem für alles, was er mit den Händen zerstört, kriegt er halt einen schnelleren Boost auf seinen komischen Laser.